Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Mit dem neuen Premierminister Xavier Böttel und der Spitz tun die 15 Ministerinnen und drei Staatssekretärinnen am Palais hier nicht für den Grund-Duc aufgelöst. Darin hat ein oder andere Gesicht, der den nicht unbedingt auf der Rechnung hat, heute der neue Finanzminister Pierre Gramegna. Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Für die Grünpartei ist die allererste Regierungsbeteiligung heute die neue Grün Umweltministerin Carole Diesbusch beim Eid. Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec Integrität, Exaktitude und Impartialität. Natürlich gibt es noch eine Reihe Ela Huse veredigt. Das allerdings ist keine Garantie, dass mit der Edesformel alles richtig läuft, de Jean Asselborn. Je jure Fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets d'exercer mes fonctions avec Impartialité, Intégrité et Exaktitude. Da bin ich auch nicht mit, oder? Nur der Veredigung hat der Maréchal de la Cour de Pierre Bleu, wie den Zeremonialet verlangt, Lektüge vom Procès-Verbal von den Assermentationen, wird die neue Regierungsequipe sich für die obligatorische Familienfoto mit dem Grand-Duc abgestellt hat. Bei einer Rezeption am Palais, dann ist den offiziellen Akt der Benennung gegangen, letzte Woche hat er mit einer neuen Regierung.